Und es ging auf unseren letzten Abschnitt über Sandano nach Mestre. Oder so ähnlich. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Ja, aber das war dann, na gut, dies war jetzt doch schön, das muss man ja fast hervorheben. Aber irgendwie war der restliche Weg nicht so schön, oder? Überhaupt nicht. Dazu spielte das Wetter natürlich auch wieder nicht mit. Das bringt ja auch noch was an der Stimmung. Ja, man sieht es, man hört es. Dieser Weg machte jetzt im Gegensatz zu vielen anderen davor überhaupt gar keinen Spaß. Es ging andauernd auf Straßen, an großen Straßen. Es gab überhaupt keine Fahrradwege. Es war anstrengend, es war so dermaßen nervig. Ich fand die Autofahrer auch, der hat jetzt mal Abstand gehalten. Die haben überhaupt gar keinen Abstand gehalten. Die sind so dicht an einem vorbeigerauscht, haben teilweise noch gehupt. Echt blöd. Ja, das ist vielleicht auch sowieso ein Thema in Italien. Da gibt es die bekannten Radwege, wo auch touristisch das entsprechend aufbereitet wird. Aber fernab, und dieser Abschnitt ist ja nun mal kein touristischer Radweg mehr, kein Fernradweg mehr. Da geht es dann halt teilweise an den Straßen lang. Und das heißt, keine Radwege. Autofahrer, die wenig Abstand nehmen, und dieses andauernde Wüm, Wüm, echt nur noch nervig. Ja, teilweise war ich schon am Überlegen, ob ich mir nicht doch wieder einen blöden Schotterweg wünsche, und nicht mehr auf dieser Straße. Ich hatte auch echt Angst, ich hatte wirklich Angst. Und verrückterweise fahren wir da auch noch ohne Helm an diesen Straßen. Vielleicht hätten wir noch was gefunden, wo noch irgendwelche Radwege langführen, die dann wahrscheinlich auch wieder toll gewesen wären, aber dann wären wir wahrscheinlich 200 Kilometer unterwegs gewesen. Aber das Ziel an diesem Tag hat dann doch schon etwas entschädigt, ne? Ja, Sandona di Piave, wie das tatsächlich heißt, du hast das ja nicht so mit Ortsnamen, war wirklich wieder eine kleine Perle, wirklich hübsch, schön. Wir haben ein echt nettes Hotel gehabt. Wir haben total lecker und wirklich super nett gegessen. Das hat wieder so ein bisschen entschädigt für diesen Scheißtag. Ja, witzigerweise auch, sobald wir im Hotel angekommen sind, ist das Wetter auch besser geworden. Und neben diesem ganz touristischen hatte der Ort auch kulturell sich noch Mühe gegeben, sodass wir abends auch noch Zuschauer eines Schauspiels werden durften. Das war ein Stück aus Carmen mit klassischer Musik. Das waren Profis, die es da gemacht haben. Also wurde es echt geboten. Hier nochmal unser Hotelzimmer, war auch spacey, ne? Mit der Dame, die eigentlich gar nicht sehen konnte. Ja, der Ort kriegt auf jeden Fall Daumen hoch von mir. Ja, der war super überschaubar, schön, nettes Hotel, tolles Essen, hübsch gemacht. Dann auch dieses Ballett dazwischendurch, das hatte was Besonderes auf jeden Fall. Hat ein bisschen entschädigt für die doch anstrengende Straßentour, die wir am Tag gemacht haben. Hier sieht man das auch, ne? Die war unheimlich gerade, war direkt, fehlte es eben halt nur an Schönheit. Ja, so kann man sich vielleicht mit dem Auto auf der, wie heißt diese Straße in den USA, diese 101 oder so, die einmal komplett durchführt, wo du irgendwie 100.000 Kilometer geradeaus fährst, so kam ich mir zwischendurch vor. Ja, also wenn wir eine Streckenempfehlung geben können, für diese Strecke gibt es leider keine Empfehlung, aber schon spannend, wie gerade das ist. Also während der Radweg ja relativ gerade war, kurvig war, war dies hier absolut gerade, wie halt ein Straßenabschnitt ist, hat uns aber leider nicht gefallen. Und so sind wir eben dahin gekommen. Ja, und dann ging es am letzten Tag nach Mestre zu unserem Endpunkt. Genau, so ein bisschen ab von der Straße, wieder durch den schönen Kies, aber ich mochte wirklich nicht mehr meckern. Ja,
Gut, wobei so ein bisschen Straße hatten wir da auch schon. Ne? Aber das war schön. Das waren, glaube ich, auch schon Vororte von Venedig. Also ich glaube, von den reicheren Leuten, die nicht direkt in Venedig wohnen und hier so villenartige Gebäude, oder? Aber sowieso in Italien ganz viel eingezäunt, also sehr viel mehr als bei uns in Deutschland. Ja, das war absolut wirklich bemerkenswert. Überall hohe Zäune, Stacheldraht, total viele kläffende Hunde auch. Also das fand ich schon ein bisschen anstrengend. Hier wieder eine richtig schöne Brücke, durften wir leider nicht rüberfahren, war nicht unser Weg. Aber hier. Ja, das ist, ja, weiß ich nicht, ob es wieder eine Lagune war oder was auch immer. Da auf der Karte habe ich es dann gesehen, ist mir aufgefallen. Aber das war so begleitend, doch nicht das Mittelmeer, aber eben halt auch kein kleiner Bach, sondern ja. Ja, ich habe nachher auch nochmal auf der Karte nachgeguckt. Also wir sind da so parallel zu diesen Badeorten gefahren, die auch an der Adria Richtung Venedig liegen, so Jesolo und so, die sind ja bekannt eigentlich. Und da sind wir so parallel gefahren. Dieses hier war auch tatsächlich wieder ein ausgewiesener Radweg. Warum du auch da wieder den Kopf schüttelst. Keine Ahnung. Das Wetter hat da leider nicht so mitgespielt. Es war zwar warm, waren glaube ich 25, 26 Grad, aber bewölkt. Hätte vielleicht auch sogar noch schöner ausgesehen im Sonnenschein. Das war auch idyllisch hier, das hat man ja an verschiedenen Stellen gesehen. Ja, diese Hütten, da haben die irgendwie ihre Boote drin, ne? Oder so Fischerboote oder so. Fischerbootgaragen. Sah schon doll aus. Oder so. Ja, aber auch wieder mehr Fahrradverkehr. Ganz besondere Brücke ist keine Klappbrücke, sondern eine Schiebebrücke. Also eben ist da ein Boot durchgefahren. Und jetzt schiebt sich diese Plattform als Brücke wieder davor. War noch nicht gesehen. Ich meine, klingt eigentlich plausibel, aber gesehen habe ich es noch nicht. Das verläuft im Übrigen auf einem Schienensystem. Ja, und dann ging es langsam in Mestre rein. Mestre ist eigentlich Venedig, gehört zu Venedig. Nach was unser ursprünglicher Plan war, direkt nach Venedig zu fahren, das ist alles verboten, das hätten wir vergessen können. Ja, das war kurz vor der Innenstadt von Mestre kamen wir auf einmal durch so einen Park und da wurden diese Buden aufgebaut, offensichtlich verschiedene Länderspezialitäten, argentinische Steaks und belgische Pommes oder keine Ahnung, Alles irgendwie was. Das sah echt gut aus, aber ja, wir sind dann erstmal nur durchgefahren. und abends haben wir denn uns da belohnt und da echt, da war so ein Straßenfestcharakter. Genau, das war so ein Food-Festival, was wir hinterher festgestellt haben. Genau, sind wir abends dann nochmal mit den Rädern hingefahren, um da noch was von der Party mitzunehmen. Ja, war klasse, ne? Irgendwie. Ja, also war das erstmal irgendwie merkwürdig, durch so einen Park zu fahren und diese ganzen Stände zu haben, wo wir eigentlich diese Innenstadt erwartet haben oder jetzt auch gespannt waren, jetzt in Mestre anzukommen. Hatte schon irgendwie was bisschen Skurriles. Ja, da haben wir dann lecker gegessen und lecker getrunken. Ob es nun Sangria ist oder Caipi. Hat Spaß gemacht, ne? Jupp. Fand ich auch. Angekommen zu unserem Ziel.
kleine Venedig, dicht vom Meer, Venedig, Mestre, Bestandteil von Venedig, das Hotel Livet. Ganz schön was los hier, ey. Oder? Ja. Ganz schön was los hier, ja. Wa? Ja, unsere letzte und damit auch unsere kürzeste Tour mit knapp 38 Kilometer ging nach Mestre, Vorort von Venedig. Und hier sieht man schön an der Lagune vorbei. Also da bekannt schon Wasser hier ein bisschen jetzt wieder ab. Aber insgesamt war das schon wieder komplett flach. Auch wieder ziemlich viel gerade, aber war ja insgesamt schon sehr viel hübscher. Und da waren wir auch schon da. Da sind wir schon da. An unserem Ziel, da durften wir uns feiern. Genau, Mestre, Verona, der Festlandteil, nicht Verona. Venedig natürlich. Und dann zum Schluss mit der Bahn noch in das Verona. So. Stadt der... Was ist Verona eigentlich bekannt? Stadt Norditaliens. Viele Menschen. Aber schön. Aber schön. Schöner historischer Stadtkern. Hallo. Das ist jetzt hier der schöne Platz in Verona. Thank you.
das ist unser Restaurant für heute. Jetzt geht's nach Hause. Wir sind im Innenbahnhof in jetzt noch 5 Minuten eben Fahrrad fahren und wir sind zu Hause. Und morgen 7:45 das Hotel verlassen und sind so gegen 7:45 zu Hause. Das reicht auch. Ja, jetzt sind wir wieder da. Ein bisschen wehmütig bin ich schon. Von mir aus kann es sofort wieder losgehen, aber ich habe das häufig nach Reisen. War eine schöne Fahrt. Wie geht's dir denn damit jetzt? Ja, absolut. Ich könnte auch gleich wieder los. Also meinetwegen können wir gleich die Tasche packen. Hat es dir denn gefallen? Ja, hat mir gefallen. Ich hatte ein bisschen weniger Respekt diesmal vor den Höhenmetern. Hätte ich mal lieber haben sollen. Also jetzt zweimal hintereinander eine Alpenüberquerung. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug. Wie sieht es bei dir aus? Ja, mir hat das richtig Spaß gemacht. Die drei Sachen waren wieder herausragend. Einmal diese sportliche Herausforderung, dann diese optischen Reize, ob es das Alpenflair ist oder auch dann am Mittelmeer die ganzen Szenen, aber auch was mit Essen, Unterkunft zu tun hat. Fand ich wieder total geil. Ja, definitiv. Hattest du ein Highlight? Das Highlight war sicherlich, und das vielleicht auch in Abgrenzung an den anderen Touren, der Tag, als wir diese stillgelegte Eisenbahnstrecke gefahren sind und wirklich das Gefühl zu haben, man guckt aus einem Zug mit den Tunneln, mit den Brücken und links und rechts die Täler, die Dörfer, die Wasserfälle. Also das war mein absolutes Highlight. Und deins? Ja, bin ich komplett bei dir. Hätte ich jetzt auch gesagt, um jetzt noch was anderes zu sagen, ich fand auch diese Anfahrt auf Grado über diese lange Straße, übers Wasser so quasi, fand ich auch, war ganz, ganz toll, weil das auch so ein bisschen Ankommen war. War denn jetzt irgendetwas, wo du sagtest, oh, das möchtest du schnell wieder vergessen? Ja, die ganz extremen Anstiege, vor allem wieder da, wo ein schlechter Untergrund war, so auf dem Sand oder so. Ja. Auf sowas kann ich echt verzichten. Bei mir war das der Morgen, als wir von Bad Hofgastein losgefahren sind. Zum einen war es regnerisch. Dann hat mir dieser Ort überhaupt nicht gefallen. Dann auch noch im Grauen, dieser Gastein, wirklich nur so ein kalter Kurort. Und dann auch noch was so mega heftig hart hoch. Also in der Kombination hat es mir überhaupt nicht gefallen. Ja, die Kombination, die war mies. Aber ich glaube, wenn du das jetzt nicht im Regen hast, ist es vielleicht anstrengend. Aber da war ja auch so dieser Wasserfall im Ort. Und war aber auch viel Baustelle, das fand ich auch nervig. Aber ich glaube, da tun wir dem Ort Unrecht. Okay, Geschmackssache. Ja. Ja, was ist dein Fazit? Ja, war super. War wirklich toll, war anstrengender. Also ich würde jetzt schon auch sagen, mit Recht ist die Via Claudia auf jeden Fall die einfachere Alpenüberquerung. Okay. Aber doch lohnt sich. Kann man auf jeden Fall... Können wir, glaube ich, empfehlen. Also ich kann es empfehlen. Das kann man gut mal machen, ja. Ja, die Alp Adria war alleine ein bisschen kurz und deshalb war es gut, dass wir die Verlängerung von München aus und bis nach Venedig gemacht haben. Hm. Wobei, wenn man jetzt was weiteres Negatives machen sagen soll, der Tag von Grado nach in Richtung Venedig, das war sicherlich kein toller Tag am Rasen zu fahren, an der Straße zu fahren. Nee, aber ich denke, da muss man vielleicht auch ein bisschen das Augenmerk auf die Streckenplanung legen und das nicht einfach so ein Programm, wie wir jetzt Komoot überlassen und sagen, mach mal, sondern auch wirklich gucken, wo können wir uns vielleicht ausgewiesene Radfahrwege zusammenklicken, weil es gab ja sicherlich welche, um daraus dann auch eine attraktivere Strecke zu machen. Das ist so. Ja, was liegt als nächstes an? Was liegt als nächstes an? Also ich glaube auf jeden Fall
komme jetzt wieder bis zu den nächsten großen Ferien. Ein paar Wochenendtouren, mit Glück vielleicht noch ein paar verlängerte. Mhm. Ja, auf jeden Fall kürzere Touren. Vielleicht, klar. Vielleicht wiederholen wir mal eine Tour, da waren ja tolle dabei. Ja, es waren ja auch tolle dabei, wo wir noch nicht gefilmt haben, die wir auch durchaus gut weitergeben könnten. Ich denke, wir haben so einige auf dem Zettel noch. Also ich habe noch so einige Touren auf dem Zettel. Passen nicht alle in ein Wochenende, so wie Berlin-Kopenhagen oder sowas. Nicht das ganz. Steht ja bei mir noch ganz weit oben. Aber vielleicht auch so Mauerradweg soll auch ganz toll sein. Ist bestimmt zu machen an einem Wochenende. Können noch eine ganze Menge machen. Ja, wir sind aber auch offen für Tipps, also gerne her damit. Apropos Tipps, ich finde, ein Video können wir doch auf jeden Fall anschließen. Und zwar haben wir ja jetzt nun anhand der letzten beiden Touren einen reichlichen Schatz an Erfahrungen über Alpenüberquerung. Und ich glaube, den ein oder anderen Tipp, und ich finde, da sind viele interessante auch Geschichten, die noch nicht erzählt sind, die können wir noch in einem Video unterbringen. Vielleicht noch so ein, ich sag jetzt mal, so ein A bis Z, wo wir die wichtigsten Punkte noch mal herausarbeiten und vor allen Dingen in Abgrenzung zwischen den beiden Touren Alpe Adria und Via Claudia Augusta, oder? Von A wie Adria bis Z wie Zugspitze? Vielleicht, ja. Wer weiß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank und bis zur nächsten Tour.